Hey Leute und herzlich willkommen. Ich muss mich für den letzten Abend tatsächlich jetzt entschuldigen. Ursprünglich wollte ich das Spiel an einem Stück durchspielen. Das war ursprünglich auch so angesetzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass das dann doch so lange dauern würde, ja. Wir hatten es dann gegen 2:30. Und da ich selber dann extrem müde war und jetzt am Vormittag noch was zu tun hatte, habe ich das dann doch noch auf den heutigen Tag, zumindest das Finale, verschoben. Und lasst uns keine Zeit verlieren, würde ich sagen, ja. Also ihr wisst ja noch, das Ziel war, jeden Tempel zu schaffen und natürlich jeden Boss zu besiegen. Im Prinzip blieb nicht mehr sehr viel offen. Das meiste hatten wir ja schon abgeschlossen. Das heißt, wir müssten jetzt allerhöchstens noch mal diesen Gang hochlaufen. Och Mann. Gibt's denn das? Da frisst mich dieses Vieh jetzt schon wieder. Hat mir nichts geklaut. Schnell weg hier. Schnell, 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 schnell. Ich gucke nochmal im Inventar, ob da noch was fehlt. Gut. Wir verschwinden lieber ganz, ganz schnell aus diesem Raum. Ihr wisst ja noch, ich hatte diese Platte am Vortag noch runtergelassen und da habe ich auch aufgehört mit Spielen. Und im Prinzip sind wir da auch schon sehr weit im Spiel gekommen. Vorausgesetzt, ich komme da auch noch vernünftig drauf, aber es dürfte kein Problem sein. Jetzt weiß ich, was wir auch vergessen hatten. Wir hätten das sowieso nicht schaffen können. Da fehlt noch was. Ich habe mich mit dieser Ungewissheit heute an dem heutigen Tage weggelassen, ja. Das muss ich natürlich korrigieren. Da fehlt noch was in dem Raum. Ich fand übrigens euer Feedback gestern echt gut. Wir hatten fast beinahe 6 Live-Zuschauer gleichzeitig an verschiedenen Momenten gehabt. Ich kann es kaum in Worte fassen, das war absolut grandios. Genau, weil jetzt sind nämlich die Spiegel wieder verrückt. Seht ihr das? Die Spiegel, die gestern noch runtergeschienen haben, die muss ich jetzt wieder erneut in die richtige Position rücken und was man nicht alles macht. Ne? Ach, geht er mir auf den Sack. 1, 2 und echsenfrei. Das nächste Vieh schon wieder. Bleib doch stehen. So, aber jetzt ist aber Ruhe hier. Gut. Das hätten wir jetzt. Auch wenn ich es noch nicht so ganz glauben kann. Ah.
Aber wir müssen hier runterspringen, Leute. Jetzt geht's los. Mit dem Spiegelschild, der das Licht reflektiert, wird diese Wand zerstört. Ich frage mich zwar physikalisch, wie das möglich ist, aber man weiß nie. Okay, das muss ich noch einstellen. Tut mir echt leid. Ich habe vergessen, die Sounds im Hintergrund entsprechend stumm zu schalten. Gib mir kurz eine Sekunde. Und zack. Alles klar. Keine Zeit verlieren und weiter geht's. Den Masterschlüssel haben wir ja schon. War relativ einfach zu finden. Und jetzt geht's wohl los. Oh mein Gott, Leute. Das war doch so klar, ne? Dann so ein Eisenprinz. Oh, diese Axt. Dass man die überhaupt heben kann. Ach, das sind die Rüstung wieder weg oder haben die einfach nur Muckis, die Leute? Schon wieder keine Herzen. Ach, ich wollte nicht sterben. Ich wollte nicht sterben, Leute. Ich werde nicht sterben. Ich hole mir jetzt erst die Herzen. Ohne gehe ich hier nicht weg. Oh. Das war's schon. Ah. Das Gesicht kennen wir doch. Exis. Die Arme tut einem leid, ja. 7 Jahre schon versklavt. Dann siehst du nach 7 Jahren mal wieder aus eigenen Augen und dann zack, wirst du wieder versklavt. Das ist aber auch niemandem auffällt von den Gerudos. Es wurde doch gesagt, die stellvertretende Anführerin sozusagen. Es fällt doch auf, wenn da mal jemand längere Zeit nicht da ist. Und vor allem wie sie in dem Fall ist, fast 7 Jahre. Vielleicht sogar noch länger.
Wir wissen ja nur, dass sie schon vor 7 Jahren hier an dem Tempel stand. Wir wissen aber nicht, ob sie schon länger davor schon dort stand. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen zerbrennen. Verbrennen, Leute, nicht zerbrennen. Killer-Omas. Wer hat diesen Namen gegeben? Ist das noch kreativ oder fällt das schon unter? Oh ne, ich sag lieber nichts. Ich sag lieber nichts. Nö, nö, nö. Umlenken von Eis auf Feuer und von Feuer auf Eis. Wieder die Arme. Feurige. Das ist die Killer-Oma Kume. Und das hier ist die Killer-Oma Kontake. Oder Kontakte. Das Eis sieht irgendwie schlimmer aus als Feuerverbrennung, ich weiß nicht. Die Eishexe ist verschwunden. Okay, das kann ich nicht so machen. Hat schon wieder nicht funktioniert. Och Mann. Falsche Seite. Hat geklappt. Ah, ihre Umwandlung. Jetzt wird das ein bisschen erotisch hier, Leute. Die Killer-Oma. Die vereinigten und attraktiv verjüngten Kotake und Kum wirft die Magie-Attacken zurück. Hierbei ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man das Eis immer miteinander mischt und das Feuer miteinander mischt. Aber nie Eis und Feuer oder Feuer und Eis zusammen. Sonst implodiert das. Das gefällt einem nicht, das will man nicht. Einfach so machen, dreimal und dann geht das los.
Feuer 1. Feuer 2. Das Geräusch dieses Schildes. Eis. Oh, Feuer. Wir wollen ja nicht, dass es verbindet und sozusagen unsere Skillreihe irgendwie kaputt gemacht wird. Und? Ah, Eis. Das war eine Hexe. Eine sexy Hexe. Oh Mann, da ging gerade eine Seele durch, ne? Das ist dann, ist da, davon ist nicht mehr viel übrig von der Geschwisterliebe bei den beiden. Solange man einen gemeinsamen Feind hat, geht das, aber sobald man sich einigen muss, wie man das gerade gesehen hat, dann funktioniert das anscheinend nicht mehr. Es könnte das letzte Mal sein, dass wir das benutzen müssen, Leute. Das letzte Mal. Genießen wir diesen Augenblick. Einfach für einen Moment genießen. Krass, oder? Die Halle der Weisen. Dieses Mal aber auf einer orangenen Plattform. Ach, hier ist er doch. Naboru hieß sie ja, ne? Oder liege ich da falsch? Ich glaube, es müsste richtig sein.
Amulett der Geister. Das ist schon cool, oder? Wer kommt denn da um die Ecke? Ach, Rauru, du bist's. Cool. Ich bin gerade sprachlos. Wie schnell wir jetzt hier angekommen sind, ja. Und mit dem Schritt, jetzt in die Zitadelle zu gehen, wird durch einiges verändern. Aber wir wollen ja die Veränderung, oder? Ich bin dafür. Holen uns die Veränderung. Sonst die Delle der Zeit. Schließlich wird das von uns gewünscht. Und was macht man nicht alles, um das Spiel durchzuspielen? Thank you.
So Leute, ich wollte gerade eigentlich normalerweise weiter drücken, aber mein Controller hat gerade aufgegeben, warum auch immer. Das versuche ich mal eben zu fixen. Gebt mir einen kurzen Augenblick. Okay, Leute, jetzt musste ich kurz umschwenken. Es scheint wieder zu funktionieren, aber mal schauen, wie sich das entwickelt.
Die Lichtpfeile. Platziere sie auf C, um zu verschließen. Um sie zu verschießen. Das Licht des Guten zerstört Böses. Oh nein, es bebt. Oh nein. Tja, so schnell kann die Liebe wieder davon schwinden. Ich glaub's nicht. Schnell hier weg, ich habe Angst, Hilfe. Ich glaube, das war mal ein Schloss. Ein Bundesschloss, ein schönes Schloss, aber jetzt sind es schwarze Steine mit hohen Kanten. Garnons Schloss. Ich verstehe Bösewichte nicht. Weshalb muss man denn eine Welt zerstören? Sich eine fette Burg hinbauen oder ein Schloss? Und dann versuchen zu regieren? Ich meine, die meisten, die einem hätten folgen können, hat man doch entweder getötet oder hat sie fortgejagt. Also, was bringt das? Ach, hallo, Gusta, schön dich zu sehen. Wie gesagt, ich bekomme immer noch einen Todesschreck, wenn mich jemand followt. Ich weiß nicht warum, ich müsste echt mit den Sound ein bisschen runterregeln, aber ich bekomme davon halt einen halben Herzinfarkt. So, alles Schritt für Schritt. Ich brauche meine Ocarina, Pfeile. Pfeile? Ja, kann man gebrauchen. Hier geht's runter. Bombe. Au. Nein, 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 nein. War doch so klar, ja. Ich komme da runter und zack erstmal.
schießt mich das. Die schießen mich immer wieder ab, ne? Die lassen keine Ruhe, aber wenn ich das noch machen möchte, ne? Ja, das Spiel ist tatsächlich schon etwas älter, ja? Man glaubt nicht, wie das Jahr von Jahr immer so an einem vorbeizieht. Und dennoch habe ich mir dann überlegt, kann man es auch nochmal spielen? Also gestern lief es auch sehr gut, muss ich sagen. Da hatten wir ja um die 5 bis 6 Live-Zuschauer und haben jeden Tempel gemeistert. Auch wenn es bis in die Nacht reinging. Ocarina of Time geht immer. Übrigens nochmal an jeden, ihr könnt eure Vorschläge gerne bringen, was ich mal spielen soll. Ja? Es gibt ja zum einen die Gruppenprojekte und meine Singleplayer-Projekte. Einfach mal schreiben, ob ich sie dann annehme oder nicht, das überlege ich mir dann natürlich spontan. Aber ich würde zumindest nichts unüberlegt lassen. Jetzt liegt erstmal Ocarina of Time an. Je nachdem, was danach dann anfällt. Och, so langsam gehen mir silberne Münzen auf den Keks, ne? Die sammelt man so oft in diesem Spiel. Da hat man irgendwann diesen Punkt erreicht, wo man keine Lust mehr hat. Alles gut und schön, ne? Aber diese silbernen Münzen. Rubine, warum sag ich denn Münzen? Das ist... Nein, ich verstehe mich nicht. Ich verstehe es nicht. Kann mir das einer erklären? Ja, der Wassertempel ging komischerweise bei mir gestern richtig gut. Ich hatte einen richtig guten Lauf. Aber es dauert trotzdem sehr lange, ja, bis man da durch jede Etage gekommen ist. Das ist dann doch relativ... Jetzt ist aber mal gut hier. Wow. Ich dachte, da ist jetzt eine silberne Münze und ich mache das natürlich wieder zum Spaß, ne? Ich bin... Ach, nee. Irgendwie ist das ja gerade auf absolutes Risiko, wenn ich hier mit diesen Schuhen rumlatsche. Ich ziehe mir lieber die normalen an. Sonst werde ich gleich ins Leere geschossen. Und dann kann ich bestimmt wieder von Neuem sammeln. Ich kenne doch solche Spiele. Das ist doch bestimmt nicht einfach umsonst. Druckplatte. Na, für was bist du aber, Druckplatte? Sonst wird der ganze Bildschirm mitgezogen, damit du erfährst, was da genau passiert. Aber jetzt, wenn es mal wirklich interessant wäre, dann erfährst du es nicht. Ah, hier ist doch was. Jetzt bin ich wegen denen nochmal zurückgerannt. Okay, rüber. Oh, diese Sprünge. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die sind einfach übertrieben langgezogen. Hauptsache, man hat diese 5-10% Chance, dass man definitiv runterfällt. Und daran auch noch so scheitert, dass man sich drüber nur noch aufregen kann. Ich weiß gar nicht, mache ich das jetzt in der richtigen Reihenfolge bei dem Licht? Grün auf jeden Fall ist ja richtig. Mal schauen, was ich danach mache. Irgendwie mache ich das immer in einer anderen Reihenfolge. Mal so und... Ich glaube, manche Sachen muss man aber vorher machen, bevor man andere macht. Irgendwie entsteht das dann spontan und dann macht man es einfach. Und am Ende muss man ja so oder so alle machen, also... Ich verstehe noch nicht, warum man für 6 Weisen ein Siegel hat. So wie ich das verstanden habe, sind das ja Siegel. Warum es für jeden Weisen einen Siegel gibt, wenn du aber im Prinzip nur bei 5 Weisen einen eigenen Tempel hast. Der Weise des Lichts, also Rauhu, mit dem hast du im Prinzip eigentlich gar nichts zu tun. Der steht einfach plötzlich vor dir und wo in dem Moment, wo natürlich deine Kleidung einfach mit dir gewachsen ist. Und dennoch sind es 7 Weisen. Das hat uns ja vorhin Sheik von den Sheikah, aber Sheik ist eigentlich Zelda, hat uns ja eigentlich weiß machen wollen, dass sie ja auch eine Weisin ist. Also warum hat sie nicht entweder einen eigenen Tempel oder ein eigenes Siegel?
Ich bin da noch nicht dahinter gekommen. Vielleicht macht's irgendwann einen Klick. Ich habe mal gehört, es soll angeblich die Theorie gegeben haben, dass es zwar, dass mal ein Lichttempel in Planung war, aber man sich um den Lichttempel dann aus der Planung heraus nicht mehr kümmern konnte. Dass dann einfach die Zeit zu knapp war oder so. Warum man das nie nachgeholt hat? Ich meine, selbst wenn die Theorie stimmt, ne, das ist doch von 1998. Ich verstehe, dass man das nicht so schnell hinbekommt. Ja, man wollte ja auch das Spiel Majora's Mask rausbringen, aber hat man in den letzten 22 Jahren keine Lust oder Zeit mehr gehabt, diesen, ich sag mal, wie würde man heute bezeichnen, DLC zu veröffentlichen? Ich meine, das kannst du schlecht bei einer N64 als, was weiß ich, als Datei zum Runterladen veröffentlichen. Aber das wurde doch dann 50.000 Mal auf jeder Nachfolgekonsole veröffentlicht. Da hätte man das doch gut mit integrieren können. Und das ist doch vor allem heutzutage keine Kunst mehr, oder? Ich glaube einfach nur, die haben keine Lust. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es auch nicht machen. Vielleicht waren die Ideen doch nicht so gut. Hat man sie dann doch lieber verworfen, weil man Angst hatte. Ah ne, in den Kopf kann man nicht reingucken. In den Köpfe kann man echt nicht reingucken. Ja, Majora's Mask sollte im Prinzip ein Nachfolger, nennen wir es mal Nachfolger von diesem Spiel sein, ist aber im Prinzip ein eigenständiges Spiel, was zwar viele ähnliche Charaktere hat, aber trotzdem seine Gesamtstruktur ist halt anders. Ja, hat ein anderes Setting, andere Grundstruktur, also ich würde es nicht miteinander vergleichen wollen, es sieht halt einfach nur gleich aus. Also das ist ein Grafiksprung von gar nichts. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was sie verändert haben, ist, dass das jetzt, dass Majora's Mask flüssiger laufen soll. Ja, ich habe das auch schon mal gespielt, aber ob das jetzt so gut läuft, muss ich jetzt mal Fragezeichen dran setzen. Ist mir nie aufgefallen. Vielleicht merkt man das auch erst später, ja? Also ich habe zum Beispiel früher, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, Ocarina of Time, die ganzen Grafikbugs und so nicht gesehen, ja? Das alles, was man so, ich zeig das hier mal, so hinter einer Wand sieht oder so, ja? Das, wenn man da plötzlich so hinter den Türen gucken kann oder so, weil da irgendwie was offen ist, das hat mich nie gestört, aber jetzt gucke ich da irgendwie in jede Ecke dreimal. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man sich von sowas nicht täuschen lassen. Och, die Hände. Hau einfach ab. Bitte, hau einfach ab. Lass mich in Ruhe. Hat er nicht noch eine Sonne? Ich will jede Sonne. Sonne? Da. Am Ende ist sie auch nur ein Fake, aber das spielt jetzt keine Rolle. Die Bombe. Ja, heute wollen alle Unreal Engine 4, das muss irgendwie gut aussehen. Man sieht, was weiß ich, man darf am Hinterteil darf nicht die Arschfalte fehlen oder so. Aber man vergisst dann einfach das Wesentliche. Geschichte, Story-Elemente. Ich finde, zu großen Teilen wird ein bisschen geschlammt, aber vielleicht ist das eine eigene Wahrnehmung. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Ach, die Gerutos sind auch schon ein schräges Volk, ja. Im Prinzip ist das ja ein Haufen Feministinnen, oder? Besteht nur aus Frauen? Wo sind die Männer dieser Frauen, die Kinder gebären, die ja auch Frauen sein müssen? Schmeißt man die dann wieder raus oder tötet man die? Frisst man die? Hat man dafür einen eigenen Friedhof? Und warum nennt man den einzigen Mann, der irgendwie alle 100 Jahre geboren wird, zum König? Bei manchen Kerlen heutzutage, wenn die das 100. Kind wären, was weiß ich, was halt alle 100 Jahre geboren wird, denen würde ich nicht zutrauen, irgendwie ein Land zu regieren, ja? Und die geben das denen einfach so partout.
unheimlich. Ja, es kommt tatsächlich darauf an, welche Teile man spielt. Ich finde, viele Zelda-Teile haben so ihre so unterschwelligen Botschaften, die sie so senden wollen, ja. Also, ich erinnere mich sehr stark an Twilight Princess, was für die Wii und GameCube meines Wissens nach erschienen ist, wo man wirklich eine sehr düstere Spielatmosphäre vorfindet, während Spiele wie, was weiß ich, A Link Between Worlds, ja, doch dann schon recht, oder Wind Waker, nehmen wir mal Wind Waker, Phantom Hourglass oder so, wo man Spiele hat, die relativ für Kinder eigentlich optimiert sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen einfach alles mal ausprobieren, aber irgendwie auch nichts. Ich weiß nicht, was da das Beste ist. Was mich ärgert, ist nur, dass man jetzt mit Breath of the Wild, wo ich schon gehört habe, dass da ein zweiter Teil rauskommen soll, im Prinzip, sich zu sehr auf diese Open-World-Sachen versteift. Ich finde diese guten Geschichten, diese Storys, die mal Geschichte erzählen, wo man dahinter steht oder so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Breath of the Wild keine Geschichte hat oder eine schöne Story. Nur dieses Open-World und so ist mal eine interessante Mischung gewesen, finde ich. Eine interessante Mischung. Aber für die Zukunft sollten sie sich echt wieder auf etwas konzentrieren, was dann doch wieder mehr das eigentliche Genre so repräsentiert, finde ich. Das ist, ja, ich weiß selber nicht. Ich habe es auch gespielt. Es ist zwar schön, aber im Prinzip hättest du Link durch jede andere Figur der Spielwelt eines anderen Spiels eintauschen können, ja. Also, fand ich traurig. Man hätte noch einiges draus zaubern können. Natürlich ist die Umgebung entsprechend gestaltet. Ich möchte nicht sagen, dass die nicht gut aussieht. Die machen sich auch Gedanken, aber ich finde, so ein typischer Legend of Zelda Teil, der kann dann doch einiges mehr als so, wie nennt man das? Als so ein Spin-Off. Kann man das Spin-Off bezeichnen? Ich finde, Breath of the Wild ist kein richtiger Zelda-Teil. The Legend of Zelda-Teil. Es muss ja nicht zwingend was Schlechtes sein, dass es Spin-Offs gibt, ja? Nur die Frage ist, wie viele sollte man da bringen? Also was ich am liebsten mag, sind die Zelda-Teile, die auch nicht nur die Geschichte repräsentieren, sondern auch immer diesen gewissen, ja, jetzt falle ich auch noch dabei runter, sondern dieses, wie nennt man das, so ein, ja, so ein gewisses düsteres Feeling haben, wo man auch gewisse Emotionen dahinter sieht, ja, wo das dann zum Beispiel wie bei den, bei Prinzessin Ruto ist, dass sie dadurch, dass man in die, wenn man in der Zukunft sie trifft, sie im Prinzip die Einzige ist, die noch von ihrem Stamm am Leben ist. Der Rest ist entweder vereist oder tot, nicht wieder auffindbar. Und sie hat dennoch den Mut, da etwas, ich sag mal, noch zu zaubern, ja? Also sie möchte ja noch, sie möchte ja weitermachen. Aber dass das so tiefgründig auch sein kann. Oder mit den Goronen. Dass im Prinzip alle Goronen versklavt wurden. Und der Sohn von Darunia, dem man als Kind noch geholfen hat, und alle anderen gefangen genommen wurden. Und der einfach Angst um sein Leben hat. Aber diese Teile, wo es im Prinzip nur noch darum geht, die Welt zu retten und man keine Freunde groß hat, weil diejenigen, die man kennt, Stichwort Navi, wobei, ja, das ist ein Fall für sich, aber andere Spiele haben häufig dann einfach nur so Charaktere, die sind einfach da. Ich weiß nicht, man versucht dann zwar so eine freundschaftliche Beziehung zueinander aufzubauen, aber meistens ist das dann doch, finde ich, immer noch ein bisschen distanziert, ja. Ich erinnere mich dann, Ocarina of Time, an folgende Stellen. Es gibt ja im Schattentempel, also der Tempel des Schattens, wo ja Impa dazugehört, gibt es ja diese Wesen, nenne ich sie mal, wo in einem Raum Hände verteilt sind, die, wenn du zu ihnen zu nahe kommst, die dich greifen wollen
Und dann dieses Wesen, was glaube ich Hirnsauger oder so heißt, dich dann versucht, ja, anzugreifen oder zu fressen. Da habe ich so eine Angst davor früher bekommen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Also, dass das Spiel damals ab 16 war, verstehe ich schon. Ja. Nur ich wundere mich, was die da heute gemacht haben, denn das soll heute angeblich ab 6 oder ab 12, glaube ich, sein. Wer kann sowas spielen? Was haben die denn mit dem Spiel gemacht, dass das auch für solche Kinder oder so spielbar ist? Haben die Figuren einfach rausgeschnitten oder haben sie die verniedlicht? Weil so ganz ohne ist das ja auch nicht. Die erste Begegnung mit Ganondorf war ja im Prinzip. Lass mich nicht täuschen, die erste Begegnung von Ganon mit Ganon war doch nach dem dritten Tempel als Kind im Yabu-Yabus Bauch, wo man ja Richtung Hylia, also Hylien, wie nennt sich das? Hyrule. In Stadt Hyrule zurück wollte. Aber dann eben Zelda. Mit den besten Skills, die man eigentlich haben könnte, wo mir definitiv alles kaputt gegangen wäre, die Ocarina mit perfekt in diesen Fluss wirft und Ganon im Prinzip dann hinterherkommt. Warum der so lange gebraucht hat, weiß kein Mensch. Und warum ausgerechnet Zelda so gut werfen kann, würde ich auch mal gerne wissen, wenn man den gesamten Tag eigentlich nur wie nennt man das? Im Hof des Königs lebt und arbeiten tut die ja gar nicht. Aber man weiß, was ich meine, oder? Also, sie erlebt ja nichts anderes. Also, woher hat die Skills? Von irgendwoher muss das ja kommen. Aber das war die erste Begegnung mit Ganondorf, das stimmt. Manchmal frage ich mich, was der Typ denn eigentlich hat. Der scheint ja echt Persönlichkeitsprobleme zu haben, denn muss ich das mal so vorstellen? Der jagt einer kleinen Prinzessin hinterher, die ist bestimmt keine 12 Jahre alt gewesen, ja. Also, ich weiß nicht, wie das zu der Zeit früher gewesen wäre, ja, aber heute stünde das schon mal aus Prinzip unter Pädophilie oder so, ja. Also, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber ich glaube auch nicht, dass der in dem Zeitpunkt, wo er den Link getroffen hat, ihm wirklich Angst einjagen. Eigentlich wollte er ihm nur Angst einjagen, aber so wirklich etwas gegen ihn tun wollte er ja auch nicht, weil was will so ein Kind eigentlich anrichten, ja? Der will sich gerade das Triforce snacken, sich die Ocarina schnappen und eigentlich die Welt regieren, ja? Den interessiert doch nicht, was hier Klein Link aus Kokiri, aus den Ko von den Kokiris hier will, ja? Ich weiß nicht, ob ich da der falsche Mensch bin, aber ich finde, so familiäre Beziehungen spielen hier selten eine Rolle in dem Spiel. Also man erfährt zwar, dass der Vater von Zelda das Land regiert hat und dass Ganon, als er das Schloss von Hyrule angegriffen hat, im Prinzip der König gleich aufgegeben hat, aber man sieht den König nie. Man sieht auch die Mutter von Zelda nicht. Warum sieht man eigentlich nie die Eltern? Und angeblich soll ja laut Deku Baum die Mutter von Link das Kind bei den Dekus, bei den Kokiris abgegeben haben, aber warum existiert da kein Grab? Ich meine, Kokiris wären ja, und ich sag mal, die bleiben ja immer ein Kind. Aber wenn man das Ganze mal aus der Theorie rausnimmt, haben die da nie dran gedacht, auch mal einen Friedhof zu bauen? Wenigstens ein Grab irgendwo? Ich weiß nicht, das wirkt sonst so distanziert zu den Eltern, die eigentlich Link haben sollte. Ja. Das ist dann doch schon verwunderlich, dass da auch nie was erzählt wird. Der Einzige, der mal was erzählt, ist Deku-Baum. Aber wer will schon vom Deku-Baum, der so oder so eigentlich kurz vorm Sterben war, noch wirklich wissen, was der gerade denkt, ja? Also, ich weiß nicht. Vor allem dem Alter nicht. Ja, der Link startet ja mit vielleicht noch nicht mal 12 Jahren das Spiel.
Und der Dekobaum quatscht den da stundenlang voll. Also ich glaube, ich wäre entweder eingeschlafen, während er geredet hätte, oder ich wäre einfach irgendwie weggelaufen. Ich hätte garantiert nicht dem Dekobaum zugehört. Weil wer kommt überhaupt auf die Idee, einem Baum zuzuhören, ja? Aber vielleicht muss man Kokiris ganz anders verstehen. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Das sind übrigens unsere Monsterhandschuhe. Ich weiß nicht, warum Link solche Handschuhe besitzt. Und wir... Dass er zwar an die rangekommen ist, das weiß ich schon, aber wie kann man sowas hochheben? Alleine durch die Hilfe von Handschuhen. Ich erinnere mich noch daran, dass Link bei den Zoras tiefer tauchen lernen musste und bekam einfach eine Schuppe. Eine silberne Schuppe, die übrigens noch nicht mal silber aussieht, sondern irgendwie blau, bläulich, sag ich mal so. Ob da irgendwie... Ich weiß nicht... Wieso man... Wie rüstet man sowas aus? Ja, stellt euch mal vor, ihr nehmt irgendein Armband, was irgendwo rumliegt, und ihr könnt plötzlich ganze Häuser in die Luft nehmen. Ja, muss doch das funktioniert doch schon physikalisch nicht. Na klar, hier ist einfach Eis drin. Hatte ich in der Gerudo-Wüste auch schon so eine komische Kiste. Einfach mit Eis. Die müsste doch eigentlich schon längst geschmolzen sein, weil das ist doch definitiv nicht erst reingelegt worden. Na klar, nochmal Eis. Ist auch ein schlechter Witz. Och, ich mache hier gerade jede Kiste auf. Jetzt ist in der letzten Kiste sicherlich das drin, was ich brauche, oder? 6 Kisten? Komm, in einer muss es doch drin sein. Ist doch jetzt ein Witz. Hä? 3-mal Eis, ja? 3-mal Eis? Och, nee. Krieg ich schon wieder Krämpfe, wenn ich das sehe hier. Ich finde den Kampf gegen den Shuttle-Link auch cool. Ja... Ist Schattenlink nicht eher schon so ein Running Gag in The Legend of Zelda Teilen? Es gibt ja viele The Legend of Zelda Teile mit einem Schattenlink, oder? Aber der hat den Wassertempel ja nochmal ganz schön, ich sag mal, aufgepeppt, ja. Der war ja so oder so schon schwer und dann steht dann plötzlich Schattenlink vor dir. Und der ist ja auch nicht ganz ohne. Ich meine, klar, du kämpfst gegen dich selber. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet den echt im realen Leben vor eurem Schatten stehen. Also so richtig vor eurem Schatten stehen. Ich weiß nicht. Interessanter finde ich doch dennoch die Tatsache, dass es in diesem Spiel Waisen gibt. Diese 6, 7 Waisen. Der Einzige, der wirklich wusste, dass er ein Weise ist und das von Anfang an war, Rauru. Alle anderen wussten das so ganz, ganz plötzlich, ja. Ich weiß nicht, als ob die das erst kurz vorher erfahren haben, dass die Weisen werden. Weißt du, da klingelt doch keiner wie bei der Post irgendwie an der Tür und sagt, yo, du bist jetzt Weise, wir brauchen dich. Die werden das doch schon irgendwo vorher erfahren haben, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube kaum, dass Rauru bei der Post arbeitet oder so und deswegen da irgendwelche Soft-Skills holen kann. Ich finde diesen Themenraum bei dem Lichtweisen interessant. Es ist im Prinzip einfach nur ein Rätselraum. Ein Rätselraum. Ja, die Theorie kenne ich. Die sagt mir durchaus was. Da ist ja, wenn man The Legend of Zelda anfängt, Majora's Mask, läuft man ja los und da springst du ein bisschen rumher. Ich finde übrigens die Jump-Skills in Majora's Mask richtig cool, wie er dann seitlich springt und sich über Kopf und so dreht. Und dann fällt er da dieses Loch runter. Und ich würde vermuten, als wenn es nach mir ginge,
ist es eigentlich nur logisch, dass er da gestorben ist, weil wer überlebt schon mehrere hundert Meter, die es einfach nur runtergeht? Ich weiß nicht. Denn das Spiel soll ja angeblich Ängste und Trauer verkörpern, ja. Ängste im Sinne von, dass jede Nation dort, jede Zivilisation, jedes Volk, sag ich mal, eine andere Geschichte erzählt, wie Trauer oder so verarbeitet wird oder wie Trauer erlebt wird. Und das im Prinzip sowas wie ein schlechter Traum von Link ist. Aber ich kann es nicht bestätigen. Ich meine, kann das überhaupt jemand? Ich finde eher interessant, dass das dann das Spiel angeblich eine Zeit sein soll, wo Link schon tot ist, aber dennoch zählt es in die normale Timeline von Macho, in diese Legend of Zelda Timeline mit rein. Das finde ich passt einfach nicht, weil wenn der Link tot war zu dem Zeitpunkt, ist es doch nicht Kanon, ja? Also, ja, was heißt Kanon? Also einfach nur, ich finde, das gehört dann nicht dazu. Also entweder man einigt sich, dass es real ist, oder es ist nicht real, aber dann finde ich, haben sie einen echt schon im Dunkeln gelassen. Aber vielleicht ist das sogar gewollt. Diese Spekulationen. Vielleicht sind ja diese Rätsel bewusst so eingebaut worden. Wurden. Oh, diese Klipperviecher. Im Feuertümpel waren die ja überall. Da war ich froh, dass ich weg war. Da war ich einfach froh, dass ich weg war. Es gibt nichts Nervigeres. Übrigens, an alle, die hier schon mal waren oder nicht waren, geht von euren Kleidstiefeln runter. Wie oft ich hier dran schon gestorben bin. Weil ich dann die Kleidinger anhatte und die Kleidstiefel bringen eigentlich über den Felsen, sondern nur so dran und dann fällst du da runter. Das ist so ärgerlich gewesen. Ich weiß es nicht. Breath of the Wild. Wann spielt das eigentlich? Ich habe das zwar selber gespielt. Man hat dort die zerfallene Zitadelle gesehen. Aber es wird einem auch nicht konkret gesagt, zu was das gehört. Also, der Dekobaum, wenn man sich noch richtig erinnert, der Dekobaum ist ja in Ocarina of Time. Als man als Kind dort weggegangen ist, ist er ja im Prinzip ja eigentlich verstorben. Man erfährt im Nachhinein nicht ganz. Es war nur ein Fluch und der Fluch wurde ja dann gebrochen und deswegen konnte dann wieder so ein Sprössling auswachsen. Aber entweder ist es davor passiert, mit dem richtigen Dekobaum, also als der normale Dekobaum der Größe, wie wir ihn kennen, oder das Spiel spielt wesentlich weiter später. Und da geht es dann nicht mehr um den alten Dekobaum, den wir in Ocarina of Time sehen, sondern im Prinzip um den Sprössling, der dann groß geworden ist. Ja, ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Übrigens nochmal angemerkt, mein Chat kommt immer leicht zeitverzögert rein. Das heißt, wenn du etwas siehst, dauert es im Schnitt 5 bis 10 Sekunden, bis ich die Nachricht kriege. Also nicht wundern, wenn ich dann nochmal ein Thema anfange und dann zurückschwenke. Aber diese Spielereihe ist echt voller Theorien. Mir wurde zwar schon näher gebracht, dass ich das mal behebe, dass ich mich ransetze und das mal in Echtzeit einstelle, aber das kann ich euch, denke ich mal, so sagen. Solange die Community jetzt hier nicht riesengroß wird und man hier von 20, 30 Live-Zuschauern, die gleichzeitig zuschauen, redet, ist das nicht schlimm, wenn dann mal der Text ein bisschen später reinkommt, finde ich. Man kann sich ja dennoch drüber unterhalten. Bei 3, 4 Leuten ist es ja kein Problem. Bei größeren Gruppen kann man drüber nachdenken, aber ich finde, vorher ist das nicht so wichtig. Warum darf eigentlich der große Link keine Stöcke in die Hand nehmen? Das ist ungerecht. Vielleicht möchte der große Link auch mal einen großen Stock haben.
Einen hölzernen Stock, bitte. Das kann man sonst falsch verstehen. Und es ist noch nicht nach 22 Uhr. Das ist noch nicht kinder- und jugendgerecht. Ich finde nur... Ich habe mir eine Frage die letzten Jahre jedes Mal wieder gestellt. Und zwar... Wird man ja in der Zitadelle der Zeit als Kind sozusagen versiegelt. Man schläft im Prinzip 7 Jahre. Da frage ich mich, wie kann A. Link, wenn er wieder aufwacht, plötzlich Top-Klamotten haben, die ihm zufälligerweise genau passen? Zweitens, wie kann Link da einfach ganz normal rumstehen und plötzlich ist an irgendeiner Halle der Weisen? Ich weiß nicht. Und vor allem, wie kann er dann auch noch so aussehen? Hat der nie, wie kann der in der Zeit, wo er nichts gegessen hat, so aussehen, wisst ihr? Also normalerweise müsste der doch eigentlich ausgedürrt sein. Oder wird das konserviert? Ich weiß es nicht. Werden die Leute... Ich weiß es, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe es beidseitig. In den alten Teilen, erzählt der Legend of Zelda Teilen, haben ja nie Charaktere gesprochen. Ich glaube auch später nicht, oder? Doch, ich glaube, in Breath of the Wild haben Charaktere gesprochen. Aber ansonsten selten. Ich finde, eine Stimme gibt einer Person noch mehr individuellen Charakter. Und ich denke mal, es ist zwar schön, wenn Link eine eigene Stimme hätte, aber ich denke mir, es gibt dann bestimmt auch die andere Hälfte der Spieler, die dann sagen, oh nee, die Stimme passt auf jeden Fall überhaupt nicht zu dem Link, den ich mir vorgestellt habe. Am besten, meine Notlösung wäre, dass man so als Voreinstellung so 3, 4 Stimmen, so Synchronstimmen schon anbietet, dass man dann auswählen kann, Stimme 1, 2 oder 3, dass dann wenigstens einige was finden, was zusammen haben. Link finde ich so oder so schon geheimnisvoll, weil man weiß halt über ihn gar nichts. Andere Spiele gehen ja so vor, dass sie sagen, hier, das ist unser Charakter, der das und das erlebt, das ist da vorher passiert und das war sein Leben, seine Familie, sein Zustand. Das ist in der Vergangenheit passiert und deswegen hat er die Konsequenzen jetzt. Aber Link ist halt einfach nur geheimnisvoll. Man weiß nur, dass er zwischen 16 und 20 Jahren alt ist, wenn er erwachsen ist. Zumindest, wenn man das an der Größe berechnet. Und ich habe gerade wieder einen Todesschreck bekommen, Leute. Ich sollte mir auf jeden Fall... Dankeschön, Dankeschön. Aber ich bekomme echt noch einen Herzinfarkt. Gibt's dagegen Tabletten? Oh Mann. Echt nicht böse gemeint, Leute, ja? Ich finde das sogar richtig cool. Nur fange ich an, mich hinzusetzen, weil ich so angespannt bin und will mich auf das Spiel konzentrieren und dann kommt dieses Geräusch. Ich muss mich noch dran gewöhnen, nicht, dass wenn das dann so fortlaufend in dem Kanal geht, dass ich mir dann schon Tabletten oder so zulegen muss. Eiszapfen. Och nö, die blauen Flammen. Jetzt habe ich mir extra 2 Feen reingeholt, für den Fall aller Fälle, und jetzt muss ich die Feen loslassen wegen dem blöden, heißen Feuer. Oder ist es blaues Feuer? Nee, wir wollen auf legaler Basis bleiben, ja? Alles im Rahmen. Ich werde es schon überleben, keine Sorge. So, ist hier wieder Eis drinne? Naja, man muss sich mit, ich sag mal, Zusatztools bei Twitch und so weiter beschäftigen. Also ich habe mich da auch irgendwie, ich musste mir da auch helfen lassen. Da kommt man nicht einfach so rein und sagt, yo, ich möchte jetzt Zusätze haben, so und so, und gib das mal her, ne? Aber im Prinzip ist es einfach, denke ich mir. Aber man muss sich echt damit mal auseinandersetzen.
Jetzt habe ich die blaue Flamme losgelassen. Hätte es wenigstens auf das Eisvieh gehen können. Oh, das Spiel leckt zu Tode. Jetzt hat mich das auch noch eingefroren. Okay. Hey, Quackers. Ich weiß nicht, ob ich dich schon begrüßt habe. Ich bin vergesslich. Aber ansonsten... Hi. Schön, dass du auch dabei bist. Ich bin mit Begrifflichkeiten von Twitch nicht sehr vertraut. Also, man müsste mich jetzt mal aufklären, was ein Randomizer ist. Tut mir wirklich leid, ja, aber... Ich kann auch nicht alles wissen. Lass dir ruhig Zeit. Keine Hektik, kein Stress. Okay. Eiswürfel. Der schiebt immer... Link, kann Link nicht einfach ganz normale Kisten oder ganz normale Transportmöglichkeiten verschieben? Nein. Entweder sind die Kisten so klein, ja, dass du die mit einem Fuß auftreten musst, also so Truhen zum Beispiel, so extrem klein, dass du sie mit einer... so auftreten musst, oder die Gegenstände, wie diese großen Blöcke, sind einfach so groß, dass du dafür normalerweise eigentlich irgendwelche Hilfsmittel benötigst. Und der schiebt die so vor sich hin, ne? So, mache ich mal mit links. Ja, ich weiß, dass man die Handschuhe hat, aber ich habe mich das vorhin schon gefragt. Warum helfen einem die Handschuhe plötzlich, dass man einfach alles heben kann, ja? Ich habe doch auch nicht Handschuhe irgendwo im Fach liegen und ich ziehe die an und plötzlich kann ich, was weiß ich, 20 Tonnen schwerere Steine heben, ja? Funktioniert doch nicht. Aber vielleicht komme ich da nicht ganz dahinter. Ja, ich weiß. Mir ist das schon klar. Nur liegen da einfach Handschuhe rum. Da liegen einfach Handschuhe rum. Genauso, dass man... Als kleiner Link, das hatte ich vorhin auch schon mal erzählt, ja, diese silberne Schuppe bekommt dafür, dass man tiefer tauchen kann. Und der nimmt einfach diese silberne Schuppe, bekommt die und egal wo er die hinsteckt, weil die hat er garantiert nicht runtergeschluckt, konnte der tiefer tauchen. Ja. Oder das Armband, was der kleine Link bekommen hatte von den Goronen. Übers Handgelenk drüber, dran gesetzt und zack, er kann große Bomben hochheben. Vor allem nur in einer Hand, ja, macht's mit beiden Händen, also. Ich weiß, dass es die gibt. Es gibt bestimmte Gegenstände, wie zum Beispiel das Langschwert oder hier die goldene Schuppe. Die habe ich einmal im Leben gesammelt, aber zum Durchspielen braucht man es nicht, also... Es gibt zwar immer so das Herzteil oder dort eine Skulptula, die man findet, die kann man damit einsammeln, aber vielleicht. Ich habe nie alle Skulpturas gesammelt. Aber für das eigentliche Durchspielen braucht man sie eigentlich normalerweise nicht. Deswegen habe ich mir nur die silberne Schuppe geholt, das Masterschwert reicht eigentlich auch. Irgendwie schafft man das Spiel schon. Also ich hatte, glaube ich, mal 60 oder 70 Skulltulas. Da gibt es ja schon einige Features in Kakariko, wenn man in das Häuschen reingeht. Von einer größeren Geldbörse und so weiter. Ja, das stimmt. Das gibt ja viele Sachen in diesen Spielen, die man sammeln kann, ja. In Majora's Mask zum Beispiel sind das die ganzen Masken. Man braucht sie nicht zwingend, aber für 100% richtig muss man jede sammeln.
Die silberne Schuppe, ja. Ich glaube, da wollte man einfach nur irgendeinen Gegenstand einbringen, damit man mal was anderes sieht als nur... Ich glaube, die wollten da einfach nur, dass man, wenn man schon bei den Zoras ist und da schwimmen nun mal alle, dass man auch mal besser schwimmen kann, keine Ahnung. Die wollten wahrscheinlich irgendwie diesen Wasseraspekt mit in das Spiel einbringen. Tja, als Erwachsener hast du dafür dann Stiefel, ne? Stiefel und die Zora-Rüstung. Brauchst du auch nicht mehr tauchen. Oh, die haben schon im Waldtempel genervt, diese Skelettenviecher. Irgendwie nerven die prinzipiell. Ich habe auch viele Legend of Zelda-Teile gespielt, ja. Nicht alle. Es gibt Teile der Reihe, die ich prinzipiell nicht gespielt habe. Vielleicht gefallen sie mir nicht so. Manchmal... Ich bin jemand, ich mag zwar die Zelda-Spiele. Es gibt zum Beispiel Twilight Princess, Majora's Mask, Ocarina of Time, auch A Link to the Past habe ich gespielt, aber so Spiele wie Wind Waker oder Phantom Hourglass, ich habe die nie groß angerührt. Ich habe zwar Wind Waker mal angespielt, aber da blieb es bei mir, glaube ich, auch. Gut, ich habe jetzt die verbesserten Herzen von der guten Fee bekommen. Sonst ziehen die ja ganz schön viele Herzen ab. Okay. Strategie überdenken. Ich habe zwar noch eine Fee mit, aber... Wind Waker HD werde ich mir echt mal, wenn das wirklich so gut ist, ich werde mir das nochmal anschauen, ja. Ja, das ist damals für... GameCube kam das, glaube ich, raus. Habe ich das gespielt. Angespielt, besser gesagt. Aber mir hat das Düstere in den Legend of Zelda-Teilen immer gefallen. Twilight Princess zum Beispiel oder Majora's Mask war ja auch in dem Sinne düster. Das waren dann weil die auch so mit den Soundtracks, die rausgebracht, veröffentlicht haben, das hat einfach zusammengepasst und dann war das so ein Wow-Effekt. Man war in dieser Welt so düster und man möchte wirklich was erreichen, so. Fand ich immer ganz cool, ja. Ich wüsste selber nicht, wo man Ocarina of Time einstufen sollte. Ist es dann doch schon düster oder mehr, ich sag mal so, lebendiger gestaltet? Weil in diesem Spiel gibt es dann doch schon sehr viel, was sehr düster ist, ne? Ja, Wind Waker. Wind Waker war doch das Spiel, wo eine der Städte Portemonnaie hieß, ne? Also nicht... Ja, genau, Portemonnaie. Das war doch eine Stadt in Wind Waker gewesen, die, glaube ich, so hieß. Das fand ich immer ganz witzig, warum man eine Stadt in dem Spiel Portemonnaie nennt. Wir sind bei Ganondorf. Ganondorf oder Ganondorf? Ich weiß es nicht. Manchmal mit der Aussprache, vielleicht ist es so logisch, ne, aber... Hm...
wollte Ganondorf eigentlich nicht die Welt beherrschen und sein Machtimperium aufbauen. Er sitzt eigentlich gerade bestimmt schon mehrere Stunden an diesem doofen Klavier. Ja, Twilight Princess ist echt, wie gesagt, schon sehr düster. Ich finde ihn auch sehr cool. Ich könnte aber, wenn ich mir die gesamte Spielereihe mir nebeneinander setze, könnte ich mich nicht entscheiden, welches Spiel das Beste wäre. Weil ich finde, jeder Zelda-Teil hat so sein eigenes, sag ich mal, Alleinstellungsmerkmal, warum man es wieder spielen sollte. Ich erinnere mich dabei noch an Zelda 2. Adventure of Link ist ja bestimmt auch schon steinalt. Das war eine Schwierigkeitsstufe. Kann man das mit Dark Souls vergleichen? Also ich bin da bestimmt mehr gestorben, als ich lebendig da oben rumgerannt bin. Also wo ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, hatte ich dann doch schon vorher richtig Depressionen bekommen. Aber das ist, weil man da immer wieder am Anfang starten musste und sowas. Ich weiß. Mir ist das schon bekannt, die Geschichte, nur hat er nichts anderes zu tun? Zelda redet davon, dass er seine Macht ausbauen will und so. Und dann ausgerechnet, wenn du diesen Turm hochkommst, sitzt er am Klavier. Er könnte ja eigentlich dich unten am Empfang schon irgendwie töten. Ach ja, das ging ja ganz anders. Wobei, definiere anlocken. Ich meine, im Prinzip bist du ja mehr oder weniger gezwungen, dahin zu gehen. Das ist wie mit der silbernen Schuppe, die man sammeln musste, ne? Ja, und ich treffe nicht. Na komm schon, langsam ist gut. Ich habe den gerade ganz schön oft geschlagen. Denn das? Der schlägt immer zu früh oder zu spät. Komm schon. Nehme ich ein bisschen Magie, das geht immer. Magie geht immer. Aber ich weiß ja, man kann jetzt nur drunter springen. Unten sind ein paar Krüge. Für alle Fälle. Ging das nicht gerade übelst schnell? Aber der Typ hat schon einen Schuss, oder? Also ich rede jetzt nicht von euch, ich rede von Ganondorf. Die Gerudos, also dieser Feministenbund, muss den ja anscheinend so gestört haben, dass der plötzlich solche Gedanken entwickelt. Ich kann mir sonst nicht erklären, wie man auf den Gedanken kommt, eine gesamte Welt zu zerstören, ja. Da muss doch irgendwas in den Kopf vorgehen. Okay, bevor ich das jetzt weitermache, ich hole mir erstmal neue Sachen. Hoffentlich habe ich doch was übrig gelassen hier. Jawohl, nix drinne. Ist nicht meines. Ja, genau. Ist nicht meines Wissens nach Link auch nur eine Reinkarnation und Zelda auch?
Im Prinzip ist es ja immer so eine Anomalie, man sieht sich immer wieder. Also nicht sie, also die ursprünglichen Personen nicht, ich meine dann sozusagen die Nachfolger. Und die versuchen immer dasselbe und dasselbe wiederzumachen, ja. Ist eigentlich schon ein trauriges Leben. Ist das sein Schatten, der da oben kommt? Das muss sein Schatten sein. Sieht komisch aus. Ich hau lieber ab. Ach, die Machtkugel. Ganz zurück in die Ecke mit den verbackten Wänden, oder? Ich finde die Wände lustig. Überall, im gesamten Spiel. Es war ein Schlag, der gefehlt hat. Ein Schlag! Wie oft ich das bei Endbossen habe, dieser letzte Schlag, ja? Und dann aber auch so richtig fies. Das mit Hylia wusste ich auch. Skyward Sword war übrigens auch ein schöner Teil. Der übrigens mittlerweile auch schon wieder viele Jahre hinter sich hat. Die ganzen Zelda-Teile, die mir einfallen, haben schon ganz schön viele Jahre hinter sich. Selbst Twilight Princess und so weiter. Also nicht die neueren HD-Versionen von zum Beispiel Twilight Princess, sondern im Falle Skyward Sword oder Twilight Princess der Originalversion. Das ist auch schon wieder gealtert. Ist doch bestimmt schon wieder 6 bis 8 Jahre alt, oder? Ja, ich sag mal, Skyward Sword, das war ja auf der Wii erschienen. Twilight Princess gab es ja auf der GameCube und auf der Wii. Die Steuerung ist halt relativ gewöhnungsbedürftig, ja, weil du es halt mit diesem Wii-Controller und dem entsprechenden Zubehör spielst. Aber der hatte viel Farbe, viel Stimmung gehabt, Skyward Sword. Das war schön bunt und hat mir dann doch gefallen. So, warum kann die eigentlich auch mal... Das Einzige, was die an Geräuschen ablässt, sind irgendwie... Aber reden kann sie nicht, ne? Mhm. Und sie möchte die wichtigste Weise von allen sein. Renn einfach weg. Ja, nehme ich mit. Dankeschön. Lauf doch. Wie können von oben überhaupt Brocken runterfallen? Wenn wir weiter unten sind, verstehe ich das, aber wir sind noch nicht mehr annähernd unten. So, jetzt können Brocken runterfallen. Sie ist eine wichtige Weisin, ja, und ihre einzige Fähigkeit, die man in dem gesamten Spiel sieht, ist, dass sie Türen aufmachen kann. Sie kann Türen aufmachen, ja? Ja, ja, Ocarina of Time ist von 1998, aber ich rede tatsächlich jetzt von Skyward Sword und Twilight Princess, wo die sind zwar wesentlich später erschienen, aber so jung sind sie ja auch nicht mehr. Die jüngeren Ableger sind ja zum Beispiel A Link Between Worlds oder Breath of the Wild. Cool. Nee, ich bin tatsächlich ein bisschen jünger. Ich kam, denke ich, im selben Jahr raus wie Majora's Mask. Majora's Mask müsste 2001 erschienen sein, oder? Lass mich nicht lügen, das kann ich dir nicht sagen. Majora's Mask, ey, das müsste meine Zeit sein. Thank you.
Warum sollte ich denn Zelte anvisieren? Sollte ich sie etwas schlagen oder was? Der Mond bei Majora's Mask, den fand ich im Prinzip einfach nur unheimlich. Und vor allem, dass er dann von Tag zu Tag immer näher kam, ja, und das Gesicht wurde dabei auch nicht schöner. Aber das ist ja das Witzige, der Mond bei Majora's Mask sieht so düster von außen aus, und wenn man dann reingeht, ist das einfach nur ein Paradies. Das haut von vorne bis hinten nicht hin. Na komm, Mann, Mädel. Setz deine magische Fähigkeit ein, Dankeschön. Du bist ein tolles Pokémon. Mensch, ärgere mich nicht. Lass mich in Ruhe. Also wegen euch werde ich mir tatsächlich mal Wind Waker kaufen, ja? Also wenn ich eines Tages hier mal Wind Waker streame, ihr seid definitiv dafür verantwortlich. Und dann wird das fast eine Mischung aus, ich kenne es schon, weil ich die ersten zwei Tempel schon gespielt habe, und ein Blind Game. Kommt auf jeden Fall. Ich werde es mir auf jeden Fall mal aufschreiben. Wind Waker HD gab es ja für die Switch, oder? Selbst wenn. Ich glaube, das finde ich schnell aus. Kommt's auf die Liste. Da wird das letzte Geld zusammengekratzt und dann holen wir uns mal. Also wir im Kollektiv, ne? Ah, Wii U. Naja, dann wird's für die Wii U. Dann gucke ich mir da mal das an. Ganons Festung fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Ja, Ganondorf lebt noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr Ganondorf, sondern eigentlich nur noch Ganon. Moment, fragen wir doch einfach. Navi, Ganon. Bin ich eigentlich der einzige Mensch, der Navi nervig findet? Ja, Dolphin sagt mir auch nur im GameCube-Bereich was. Also N64 waren, glaube ich, hatte damit relativ wenig zu tun, denke ich mal. Oh, ärgert er mich hier, seht ihr das? Die Schwerter sind größer als ich. Da könnt ihr mich eigentlich vierteilen. Genau, Project 65. Ach komm schon. Oh, die schreit immer so. Zelda, die stöhnende und schreiende Weise. Ich weiß nicht, ich habe das immer mit diesem Greifhaken gemacht. Ja, gut. Ja, also ich erinnere mich auch noch an Pfei. Wie so ein Geist war das ja, ne? So bläulich lila. War ein interessanter Nebencharakter. Aber gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingen. Also ich fand dann doch Midna, spricht man die richtig aus? Aus The Twilight Princess cooler. Ich weiß nicht, weil das ist der einzige Charakter, wo mal wirklich Geschichte erzählt wird. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Charakter und Charaktere mit Geschichte, die mag man einfach. Und Midna hatte einfach Geschichte, ja. Fei war einfach Fei. Ein Geist aus einem Stahl, aus einem Sockel oder aus dem Schwert. Zumindest nicht aus dieser Welt. Ich habe gerade aus Versehen statt meinem Schwert den Hammer genommen. Warum habe ich den überhaupt ausgerüstet? Ach ja. Weil ich mich manchmal doch verklicke und dann will ich doch nicht vertippe, meine ich. Verdrücke, ach, ihr wisst schon, wie ich meine. Und dann irgendwas anderes wähle. Stimmt. Ja, so meine ich das ja auch nicht. Es ist, wie gesagt, jeder Charakter ist an sich etwas Besonderes. Außer eben Navi. Navi ist für mich einfach die kleine Fee vom Dekobaum, die für Link ausgewählt wurde. Okay, wenn ich ihn irgendwelche Trümmer zerstören lasse, müsste es halt. Ja! Wenn ich so weitermache, brennt mein Herz gleich.
Das sind nur Pfeile. Mir sind gerade irgendwie Herzen lieber. Ich wollte nicht sterben. Pfeile! Ja. So, Freunde, jetzt kann uns Zelda mal zeigen, was sie abseits von Türen öffnen auch kann. Sie kann Ganon bändigen. Eins, zwei, drei. So. Tot. Und vor allem in den Kopf rein. Zwischen die Augen.
Ja, Leute, langsam neigt sich das Spiel dem Ende zu. Abschließende Worte brauche ich nicht mehr treffen. Es ist im Prinzip alles gesagt worden. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich demnächst mal auch ein anderes Spiel durchaus durchspielen sollte, dann könnt ihr das mir gerne privat schreiben oder hier in den Chat. Sucht es euch aus. Ich schreibe mir das auf eine Liste und dann versuche ich das, was ich machen möchte und wo ich auch die Möglichkeit dazu habe, das dann auch umzusetzen. Ich hoffe zumindest, dass es euch gut geht. Dass es euch nicht zu langweilig wurde. Manche haben einfach nur diesen nostalgischen Flashback benötigt. Das kenne ich selber. Thank you.
Seht ihr übrigens auch die hübschen Mario-Bilder hinten in dem Fenster? Ich finde Easter Eggs total spannend. Für die, die es noch nicht erkennen, da sieht man ja Bowser und einen Teil von Mario. Ist schön. Aber das Spiel hat sich dem Ende zugeneigt. Wir sind am Ende angekommen. Das war The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ich habe mir bei meinen Versprechen gehalten, alle Bosse besiegen, jeden Tempel durchgehen und natürlich über diesen jenes reden. Aber damit wird auch nicht zu Ende sein. Wir können demnächst, ich nehme werde viele andere Spiele und Ideen ausprobieren. Eure Vorschläge gerne willkommen, immer an mich. Ja, und ansonsten kann ich euch nur noch alles Gute wünschen. Einen schönen Tag. Die Sommerhitze ist jetzt vorbei. Zumindest für die meisten Bereiche Deutschlands. So langsam neigt sich das Herbstwetter zu. Und mit freundlichen, warmen Worten möchte ich euch deswegen für den jetzigen Zeitpunkt verabschieden. Für alle anderen, heute Abend um 20 Uhr kommt für 2 Stunden ein Gruppenprojekt. Da spiele ich gemeinsam mit einem Freund Kingdom Two Crowns. Eine neue Idee, wo ich auch gefragt wurde, ob ich das machen könnte. Und je nachdem, wie das ankommt, kann man da auch über weitere vielleicht Fortsetzungen nachdenken. Auch was Formate wie diese hier betreffen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Euer Hans Paul 1.